Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Misulfa zum Spiel Team Fortress 2. Heute als Demoman unterwegs auf CP Double Cross. Auf einmal das irgendwie hätte viel cooler sagen können. Kurz dazu einmal gezeigt meine Demoman-Loadouts, die ich momentan besitze. Einfach, ich dachte mir einfach mal, ich zeige es mal ganz kurz. Das ist so mein Nahkampf-Loadout, das zeige ich auch einmal kurz als Taunt. Einfach weil ich den Taunt liebe. Nee, aber das ist so mein Nahkampf-Outfit. Hier bei B einmal mein Unusual-Outfit, auch wenn das nicht so besonders aussieht in dem Fall. Hier mein Pimp-Outfit, mit Schinken natürlich. Und mein Königs-Outfit mit Königsstab. Wobei die Brille könnte man noch durch etwas Cooleres ersetzen. Nur habe ich da nicht irgendwas Cooleres leider. Gottes Willen. Auf jeden Fall, Quatsch. Es ist eine ganze Menge passiert im TF2-Universum. Oh. Nee, komm, ich will mal eben warten, bis deiner spawnt. Ich bin ein fieses Arschloch, ich weiß. Ja, okay, ich will mir den Teleporter-Killer nicht klauen lassen. So doof bin ich nur manchmal. Oh, shit, ey. Holy fuck. Okay. Überlebe ich das? Auf jeden Fall. Außer ich baue jetzt Mist. Oh. So, also was ist in TF2 passiert? Wir hatten in den letzten Tagen, ich habe in den letzten Tagen nicht hochgeladen, hatten wir zwei kleine Updates gehabt, die größtenteils Bugfixes beinhaltet haben. Manche größer, manche kleiner. Es ist zum Beispiel auch die Tatsache, dass alle Cheating-Programme sind momentan nicht mehr funktionsfähig. Weil wir nämlich jetzt dafür gesorgt, dass man nicht mehr Speedhacken kann. Ganze Speedhack-Mechanik funktioniert nicht mehr. Und ja, das ist absolut awesome, würde ich sagen. Weil wir unternimmt endlich mal was gegen einen Bug, der bereits seit 14 Jahre? Ich glaube, das war auf andere Source Engines bezogen. Habe ich im Forum gelesen auf jeden Fall mit den 14 Jahren. Ich kann ja nicht zu viel sagen. Oh nee! Bastardo! Wir haben verloren. Aber es ist ja zum Glück ein 24-Stunden-Only-Double-Cross-Server. Und ich habe nicht auf das richtige Kill-Marco gedrückt. Auf jeden Fall, Bugfixes waren halt relativ nötig teilweise. Mit dem Speedtag ist es auch relativ gut, dass der nicht mehr funktioniert. Und nun ja, was wünscht man sich mehr als ein bugfreies Spiel? Es wurden einige Bugs mit den mit den Farben, zum Beispiel das. Wenn du im roten Team warst, ist das, dass du blaue Armtexturen hattest, solche Geschichten. Oh, komm schon. Jeder Schuss sitzt. Holy fuck. Also ich habe wirklich mit jedem Ding getroffen, aber nichts getötet anscheinend. Was noch ganz besonders ist, und da möchte ich nämlich wieder auf die RoboCrate zu sprechen kommen, die ja immer noch, wofür es immer noch keine Keys gibt, immer noch kein, irgendwie, was auch immer ein Patch rausgekommen ist. Und zwar, RoboCrates. Die wurden geupdatet, die haben ein kleines Text-Update bekommen. Ich zeig's euch mal ganz kurz. The RoboCrate contains unusual effects that will only come from this crate. Also Effekte, die es nur aus dieser Kiste gibt, unusual Effekte. Und nun wird's spannend. Was für Effekte, wir wissen es ja noch nicht. Und vor allem, bedeutet das im Grunde, also erstmal im Grunde heißt es, dass die Kiste im Endeffekt eine Menge wert sein könnte. Oh nee, ich wollte schon sagen. Zumindest wenn, es kommt halt darauf an, wie oft die Unusual Effekte rausploppen, aber eben gefühlt oder nicht gefühlt, sondern im Normalfall wird es halt immer noch sein, dass es nur extrem selten sein wird, was aber natürlich auch gut ist. Traurige Sache, komische Sache ist halt, die Kiste hat, wie alle anderen Eventkisten, die hatten bisher immer ein Verfallsdatum. Diese Kiste hat das nicht. Nun gab es im Forum schöne Spekulationen, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass man sich damit gut anfreunden kann, dass die Schlüssel im MVM-Modus gedroppt werden oder irgendwas ähnliches zumindest. Auf jeden Fall, man kann sie sicherlich auch im Shop kaufen, aber die Kisten scheint es wohl über einen längeren Zeitraum zu geben. Verdammt. Die Kisten wird es wohl wirklich über einen sehr langen Zeitraum hingeben. Vielleicht sogar für immer. Sie für immer droppen, zwar im MVM-Modus. Schlüssel, ja, kann man wie gesagt nur vermuten, ob sie jetzt im Shop gehen wird oder ob sie aus den, oder ob man die im MVM gewinnen kann. Wobei ich persönlich das nicht glaube. Möglichkeit besteht aber nun ja trotzdem. Wäre auf jeden Fall mal komisch, aber ich natürlich begrüße es
definitiv nicht, wenn sie droppbar wären. Ah. Ja, und dann ist er endlich mal gestorben. Ich habe zumindest nicht mal einen Assist bekommen. Arschloch. Nun ja, auf jeden Fall. Ich persönlich begrüße es absolut nicht, wenn die Schlüssel droppen. Weil für mich persönlich wäre es ein Fiasko. Ich finde es einfach nicht gut, wenn die Schlüssel droppen. Egal, was für Schlüssel es sind. Vor allem, weil ich bin in erster Linie bin ich Let's Player. Und danach bin ich Trader in TF2. Ich meine, mein Inventar sagt's aus. Ich hab über 600 Items. Oh. Ja, ich habe über 626 Items sogar. Ha! Das kam unerwartet. Und ich weiß, was mir fehlt auf dieser Karte gerade. Mir fehlt ein bisschen mehr Aktivität in der Mitte. Okay, come on. Tot. Nein! Oh Gott! Oh, ich bin des Todes. Scheiße. So, aber nun ja, wann sich das mit den Robocrates ergeben wird, das kann wohl nur Gott wissen, weil momentan es gibt nicht mal Anzeichen dafür, wann der nächste große Patch kommt. Dass es ein großer Patch wird, davon gehe ich eigentlich momentan einfach nur noch aus. Dass er sich wohl groß auf M4M beziehen wird und sicherlich keine neuen Waffen dabei sein werden, ist eine Sache, die mich sehr traurig macht. Warum ich denke, dass keine neuen Waffen dabei sein werden, ich hab's einfach in der Vermutung bei M4M, weil es ist, M4M-Modus ist einfach kein Modus, wo man neue Waffen rausbekommen würde. Gerade wenn die Schlüssel irgendwas mit M4M zu tun haben, wie in dem Fall. Deswegen, ich habe die schlimmsten Befürchtungen, was das angeht. Andere Sache, wir bekommen auf jeden Fall bald ein größeres Hut-Update. Beziehungsweise ein größeres Mini... Kann man sagen, ein größeres Mini-Content-Update? Haha, gestraft. Und zwar, oh Gott... und zwar, ich weiß nicht mal den Namen von dem Spiel genau. Ist auf jeden Fall so ein Anime-lastiges Spiel. Ich gehe gerade mal an die Steam-Foren. Weil da habe ich es nämlich zum letzten Mal gehört. Solange ich jetzt gerade noch im Respawn-Timer bin. Habe ich es jetzt gerade ganz schnell? Ja, Skullgirls. Das Spiel heißt Skullgirls. Ich habe nur einen ganz kurzen Videoausschnitt gesehen. So wie ich das gesehen habe, ist das ein 2D Beat'em-up Spiel. Hat also irgendwo was. Frag mich, wo das Scout jetzt hin ist. Da oben drauf. Also ein 2D Beat'em-up Game ist das Spiel. Und die haben jetzt halt, ich glaube, um die über 10 TF2 Items haben die, glaube ich, jetzt im Workshop momentan. Weil wir denen halt angeboten, Promos zu machen, weil, ja. Hat halt wohl einen großen Einfluss, das Spiel momentan. Und... Na komm. Ah, come on! Ich wollte einen Nahkampf-Duell mit dem Scout haben. Das war nicht fair. Auf jeden Fall, diese Skullgirl-Hüte müssten jetzt bald kommen. Also, wie gesagt, es wird auch Community-Unterstützung benötigt, was aber auf jeden Fall klappen wird. Es sind TF2-Items. Und bei Items ist die ganze Community immer dabei. Die Items sind teilweise relativ cool, teilweise auch relativ bescheuert, auch dazu gesagt. Der Heavy Hood ist absolut grottenhässlich. Oh, meine Güte. Natürlich war der letzte Crit. Haha, das war blöd. Ich fühle mich eingeschränkt. Wirklich, für mich hier eingeschränkt. Aber ich spiele momentan noch extrem wenig TF2, muss man auch dazu sagen. Ich finde TF2 momentan einfach... Ich bin momentan schon wieder an dem Punkt, wo ich TF2 ein bisschen langweilig finde. Einfach, weil ich momentan hier so oder so viel Loadout spiele und das einfach... Nein, das klappt so nicht. Und Loadout einfach extrem... Großteil extrem einiges... Ja, wirklich einiges extrem besser macht. Das ist einfach Tatsache. Ich meine, es ist viel Action geladener und das ist halt momentan das, was mich so richtig anzieht bei dem Spiel. Und TF2 ist im Gegensatz dazu eigentlich viel zu langsam. Ich habe Double Kill gemacht. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, irgendwo wird das Spy schon sein.
Was haben wir denn noch auf meiner Liste? Ja, die Wilson Weave und der Ham ist handelbar für alle, die interessiert sind. Aua, El Bastardo, passt gut zu dem Namen. Für alle, die gerade nicht wissen, was ich da genau meine, das ist einmal der Schinken, der heißt nur anders, der heißt Ham. Und die Wilson Weave, die hier, die sind handelbar geworden seit einigen Tagen, genau wie Craftbar auch. Wollte ich nur mal eben erwähnt haben, für alle, die interessiert sind. Weil, nun ja, es hat ja nun einige Zeit gedauert, bis die handelbar wurden. Mit einiger Zeit meine ich eigentlich viel zu lange. What the fuck, was war das gerade? Also wie gesagt, einiger Zeit, das waren ja glaube ich 2 Monate, 1 Monat, März war halt. So Leute, leider ist das Spiel abgestürzt, beziehungsweise nicht das Spiel abgestürzt, sondern eher die Aufnahme abgestürzt. Leider ist mein Fraps-Ordner voll geworden auf meiner 2 TB Festplatte oder 1,5 TB Festplatte wohl eher. Bisschen unerwartet, muss ich sagen. Ja, die anderen Fragen, die ich noch hatte, kommen morgen. Morgen nochmal ein anderes Thema auf jeden Fall. Nun ja, ihr wisst ja allgemein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, kommentieren, liken, bla 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 bla. Und morgen dann auch wieder ein normal 15-minütiges Video. Bis dahin, ciao, ciao.